Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Maschengedöns. Ich bin jetzt schon völlig fertig. Ich sag euch eins, räumt nicht euer Zimmer um. Wenn ihr einmal eine gute Filmecke gefunden habt, räumt das Zimmer nicht um. Also wenn ihr Podcasts dreht. Das ist so schwierig für mich gerade, die richtige Position zu finden, die richtige Ecke, der richtigen Winkel, hier mit Blenden, mit... weiß ich nicht, dass es nicht zu weiß hinter mir ist und so weiter. Hat mich jetzt schon fertig gemacht. Aber ich freue mich, dass ich es geschafft habe, dass ich bei euch bin. Und fangen wir doch einfach mal direkt an. Ich habe mir heute einen Kaffee mitgebracht in meiner geliebten Maschengedöns-Tasse, die extra für mich gemacht wurde. Da werde ich gelegentlich trinken. Und die Hunde, die laufen hier rum. Die gucken sich jetzt direkt mal an, was los ist hier. Ja, womit fange ich an? Ich bin unkoordiniert. Das war was ganz Neues. Ich wollte euch sagen, den kennt ihr ja schon, dass mein Color Slip Rap veröffentlicht ist auf Ravelry. Den hatte ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Oder letzte, das ist ein bisschen länger her als eine Woche, ne? Den hattet ihr ja bereits gesehen. Genau, da ist die Anleitung jetzt auf Ravelry erhältlich und für euch zu kaufen und nachzustricken. Ich bin sehr gespannt. Die Teststricke sind ja auch alle so, so schön geworden. Also ich bin da sehr begeistert. Ja, und des Weiteren ist noch eine Anleitung veröffentlicht worden von mir, und zwar die von dem, muss ich gucken, wie rum es richtig rum ist. So rum ist richtig. Mit Hundehaare natürlich. Vom Tentacle Shawl. Das war der Schal mit den Noppen. Da weiß ich, dass da die ein oder andere auch schon sehnsüchtig drauf wartet. Ja, dazu habe ich auch ein Video veröffentlicht auf YouTube, wie man die Noppen strickt. Das heißt, wenn ihr da Sorgen habt, das nicht stricken zu können, weil eben Noppen, weil ihr das nicht so mögt oder wie auch immer. Also wenn ihr es nicht mögt, dann solltet ihr es lassen, aber... Wenn es wegen der Technik ist oder sowas, dann habe ich euch, wie gesagt, ein YouTube-Video hochgeladen, wo ich euch das Schritt für Schritt zeige, wie das funktioniert. Das heißt, Noppen stricken. Moment, stopp, der Hund frisst die Wolle. Sekunde. Okay, das war keine gute Idee mit den Hunden, die habe ich jetzt ausgesperrt. Also, vor allem mit dem Hund nicht. Der hat sich nicht hier mein Knoll geschnappt. Da hatte ich mir nämlich mal eine Baby Merino von Drops bestellt. So ein Probeknäuel, weil ich hatte die Kerstin von Philly gestrickt, die strickt, glaube ich, sehr gerne mit der, so wie ich das in Erinnerung hatte, und wollte die mal ausprobieren. Habe ich aber noch nicht, aber der Hund hat sie schon mal ausprobiert. Naja, immerhin ein. So, also Hunde sind weg. Ich war beim Tentacle Shawl. Die Anleitung bekommt ihr ab sofort auch auf Ravelry. Und wie gesagt, YouTube-Video gibt es dazu, wie die Noppen gestrickt werden. Ja, dazu habe ich ja sonst eigentlich alles erzählt. Und können wir die Sachen einfach hier hinlegen. Genau. So viel dazu. Ja, und dann habe ich, auf Instagram hatte ich das schon gesagt oder gezeigt, beginnt ein neuer Teststrick nächste Woche. Und zwar wieder ein Tuchdesign. Und das ist das Sensual. Das habe ich schon vor einiger Zeit entworfen. Habe das aber bisher nirgendwo gezeigt. So, manchmal mache ich es, manchmal nicht. Ich weiß es auch nicht. Und wir stricken das ab nächste Woche im Teststrick. Genau. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier nämlich meine, ich weiß schon gar nicht, was dieser heißt, die Puppe mitgebracht. Edeltraut. Ich habe mal, wollte mal gucken, ob das klappt auf dem Sofa hier gemeinsam. Nicht wirklich, ne? Ein bisschen geht's. So, genau. Das ist das Tuch. Das ist das Central. Ich mach's mal ab. Ich glaube, das ist besser als hier dieses Rumgehampel. Und du darfst dich wieder hier hinsetzen. Das ist ein Tuch, was ich gestrickt habe. Das war sehr spannend für mich persönlich. Und zwar habe ich da verschiedene Materialien verwendet. Ich wollte halt mal so, ja, einfach mal mit Material spielen. Und zwar habe ich da ein Paillettengarn. Ich weiß nicht, ob irgendwer das bei mir auf Instagram mal gesehen hat. Ich hatte mal so ein
Spleen, da habe ich so eine Wolle auf dem Flohmarkt billig gekauft, weil in der Wolle selber ein Faden mit Pailletten drin war. Und dann habe ich diese Wolle geteilt und diesen Paillettenfaden daraus gemacht. Dieses Garn habe ich jetzt verstrickt, hier rein, also mit Glitzer, man sieht es glaube ich auch ein bisschen, wo wir heute, also es regnet in Strömen, wenn ihr, solltet ihr das hören, auf das Dachfenster tropfelt es hier sehr. Ja, doch, da sieht man so ein bisschen den Glitzer, ne? Genau, dann habe ich ein, also das hier, das ist eine Merino-Wolle, ein, was war das, der Manios del Uruguay, oh, welche, weiß ich nicht, also ein Lace-Garn, 800 Meter, allerdings habe ich das hier doppelt verstrickt. Und dazwischen sind immer mal Stellen, man sieht es hier schon schön, warte, Moment, da kann man es vielleicht besser sehen, mit Flausch. Genau. Und diese drei Arten, Sorten habe ich verstrickt und dabei ist dieses Tuch rausgekommen und es war für mich damals einfach eine total tolle Erfahrung, das zu stricken. Also diese Erfahrung mit dem Material, wie heißt es denn? Ja, mit dem verschiedenen Fühlen, mit der Kombination, wie man die strickt, wie auch immer. Also ich zeige euch jetzt erstmal das Tuch, bevor ich. Na, ein bisschen verwirrt habe ich den Eindruck. So. Also es hat eine Boomerang-Form, also es ist von der Form her ähnlich oder so gestrickt wie das Belated Harvest. Oder der Belated Harvest, also das Belated Harvest-Tuch. Genau, und ganz drauf kriege ich es nicht, aber einen Teil wenigstens weiter zurück. Das ist es. Und es ist ein absolutes Oberflauschtuch geworden. Also es ist super, super schön zu tragen. Weich. Ich habe es tatsächlich auch schon getragen am Stricktreffen bei der Eveline von der Maschenträume. Da hatte ich das tatsächlich schon einmal an. Dann habe ich es aber weggelegt, weil ich es euch im Podcast zeigen wollte. Und dann ja, habe ich nicht mehr aufgenommen gehabt. Genau, das ist es. Hier ist auch noch der Rand zu sehen, schön. Ah, ich finde es echt. Es ist so ein bisschen so ein Träumchen, ne? So ein Lace-Träumchen. Ja, hier unten, das sieht so ein bisschen zackig aus, ist aber vom Spannen her so. Das habe ich damals, ja damals, ne? Hatte ich da noch gar keine Spannendrähte, das kann sein. Also da habe ich das so ein bisschen rausgespannt, das kann man auch glatt machen. Ja, und im Teststrick, das wird sehr, sehr spannend. Werden ganz viele verschiedene Kombinationen ausprobiert. Also es gibt Leute, die verstricken mit Glitzer, es gibt welche, die verstricken kein Glitzer. Gibt welche, also und stattdessen was anderes und manche mit Beilauffaden, manche mit Glitzergarn. Also das wird eine ganz, ganz spannende Sache, finde ich. Ich selber habe tatsächlich überlegt, ob ich den auch nochmal stricke, weil der mir damals so einen Spaß gemacht hat. So wie dieser, eben mit diesen Garnkombinationen. Ich zeige euch mal, hinter euch liegt Wolle, die ich rausgesucht habe für einen möglichen Teststrick meinerseits. Die zeige ich euch mal. Ich habe da. Genau, fällt alles runter. Und zwar war meine erste Überlegung, das hier zu verstricken. Das ist einmal von Wollrabbit Designs, von der Tanja, eine Färbung, die ich gekauft habe. Die ist schon knallig, aber nicht so knallig, wie ihr die seht. Also die ist insgesamt lilaner. Dazu dieses Ito-Garn, das ist so wunderschön, das kommt auch richtig rüber. Ein Traum, dieses Lace, wie heißt das hier? Mohair-Seide ist das. Und das ist von, boah, ich glaube, ich habe in Düsseldorf mal gekauft, von Strickzimmer oder so, auch mit Seide, da habe ich meinen Kaul draus gestrickt, so ein, ja, ein Rest, aber auf jeden Fall noch genug. Und den hatte ich überlegt, mit diesem von Drops gekauften Beilauffaden, Glitzerbeilauffaden in Silber zu verstricken. Ups, so, da sehen wir ihn. Genau, die beiden zusammen. Und das stelle ich mir sehr geil vor. Dann habe ich weitergesucht und habe dann diese Kombi gefunden. Völlig anders. Völlig, aber auch super cool, finde ich. Da hätte ich dann dieses Gelb anstelle des Glitzerfadens genommen. Auch cool, ne?
Ich bin so unsicher. Und dann habe ich noch was gefunden. Und zwar ist das auch aus der Goodie-Bag von der Eveline, von ihrem Stricktreffen, war da ein Glitzergarn in diesem Rostton drinne. Das hatte ich schon mal angestrickt. Aber da ist auf jeden Fall noch genug da. Finde ich auch eine coole Kombi. Also, ja, ihr seht, also die Frage ist, stricke ich es überhaupt nochmal? Wobei, da die Garne schon hier liegen, glaube ich tatsächlich, dass ich es mache. Habe ich irgendwie voll Lust zu. Das ist wirklich, also ist öfter mal so, dass wenn ich, also die Tücher, die ich in Teststrick gebe, habe ich ja meist schon boah, lange, lange vorher gestrickt. Und wenn ich dann die Anleitung schreibe, merke ich so teilweise, dass ich wieder richtig Bock darauf kriege. So, ich weiß ja dann auch, was ich gemacht habe, das kommt dann alles so wieder. Und dann, ich stricke ja in der Regel auch nur Sachen, die mir Spaß machen. Ja, und bisher habe ich ja den Pullover, also den New Climbs, wo mir der Name ja letzte Mal, ich hatte den gesagt letzte Mal am Anfang des Videos und dann habe ich gesagt, der ist mir nicht mehr eingefallen. Also, genau, von dem Pullover hier, da habe ich ja nochmal gestrickt, aber der wurde ja dann anders. Vielleicht ist das hierbei dann auch so. Ich stricke anfangs auch alles gleich mit und dann mache ich es doch anders. Ich weiß es nicht. Aber die Garmkombis finde ich ziemlich geil. Habe ich irgendwie Bock drauf, möchte ich was mitmachen. Ja. So. Das dazu. Ich bin hier so unvorbereitet wieder hier rein. Sag ich das eigentlich bis mittlerweile jedes Mal, ne? Kann ich mir auch sparen. Das ist ein bisschen wie so eine Entschuldigung immer, ne? Naja, also die Garne muss ich jetzt mal vorsichtig beiseite legen. So, seht ihr auch nicht mehr. Also das war dieses Tuch. Das schmeißen wir der Edeltraut. Edeltraut heißt sie. Habe ich es eben gesagt? Ach, ich sag gar nichts mehr. Schmeiße ich der Edeltraut eben um. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu meinen Arbeiten. Ja, die ich momentan noch auf den Nadeln habe. Da muss ich mich mal sortieren. Das habe ich neu angefangen. Das kennt ihr nicht, das kennt ihr. Machen wir mal was anderes, was nicht von mir alleine ist. Und zwar mein Sipila. Mein Sipila Sweater von Boyland Knitworks, ne? Von, wie heißt sie denn? Mal eben gucken. Ja, hier steht auch nur Boyland Knitworks. Ihr wisst schon von nicht Andrea Mowry, sondern der Name nicht ein. Hat sie es irgendwo stehen? Nö. Naja, ihr findet sie unter Boyland Knitworks und die meisten kennen den ja auch. Muss ich jetzt vielleicht nicht raussuchen. So, genau. Also der Sipil. Dann habt ihr ja den Anfang gesehen vom Yoke. Und mittlerweile habe ich den Yoke natürlich schon fertig. Und zwar. Fäden weg hier. Ein bisschen schick machen hier fürs Publikum. So. Das ist er. Ist er nicht schön? Ich freue mich so auf den. Guckt mal, wie toll das ist. Und das Senffarbene hier. Ich finde, das gibt dem echt noch mal so ein Highlight. Also ganz in Rot hätte ich den ein bisschen langweilig gefunden, muss ich sagen. Hört ihr mich noch? Ah, die Wolle riecht so gut. Ich wollte Sandra immer mal fragen, welches Wollwaschmittel sie nimmt. Ah, die riecht immer so gut. Das muss ich mir auch holen. Ja, und ich habe natürlich auch schon vom Körper was. Also, da fehlen noch, ich weiß es gar nicht, 10, 15, 20 Zentimeter. Also mehr als 10, 15, 20. Keine Ahnung. Ich muss halt mit der Wolle gucken, weil ich nicht so viel Wolle habe. Muss auch noch für die Ärmel reichen. Ja, das hatte ich ja, glaube ich, auch letztes Mal schon erzählt. Habe ich hier Haare im Mund. Genau, von hinten ist natürlich das Gleiche, außer dass der Nacken hier höher geschnitten ist. Genau, und dann hatten wir eine sehr findige und aufmerksame Zuschauerin. Ich weiß leider deinen Namen nicht mehr, die mich nach dem letzten Podcast angeschrieben hat und gesagt hat, sag mal, hör mal, ist da nicht irgendwas komisch bei deinem Sipila? Ja, ich habe was geändert. Und zwar ist es das so, dass normalerweise das Rot hier komplett bis nach oben geht. Also von oben bis hier unten. Habe ich nicht gemacht, weil mir das Blau besser steht.
Und wenn ich das Rot hier oben mache, ja, sehe ich einfach noch blasser aus, als wenn ich das mit dem Blau mache. Deswegen habe ich das so abgeändert. Wäre natürlich eigentlich cooler gewesen, hätte ich ein bisschen mehr Blau noch gehabt, aber da mache ich lieber unten ein bisschen mehr Rot. Ach, schaut aus dieses Teil an, ist sehr nicht schön. Ha, ich freue mich. Ich könnte den auch gerade gut gebrauchen. Ich friere in den letzten Tagen ständig. Obwohl, so kalt ist es immer noch nicht, aber naja. Genau, und den stricke ich ja aus der Wollkekswolle von der lieben Sandra. Mal, hier haben wir noch einen Knäuel, genau, jetzt noch ein ganzes Knäuel. Die ist so wunderschön. Die macht auch so einen Spaß zu verstricken. Das ist ihre, ja, 100% Schurwolle, 330 Meter auf 100 Gramm. Und das war die Färbung für mich, die Entengrütze Spezial. Und dazu, das Rot ist Rosy Green Wool, Chunky Merino. Irgendwas? Cheeky Merino Joy. So heißt sie. Genau. Da hatte ich euch aber auch letztes Mal was drüber erzählt. Und das, der Senfton, das ist ein Rest, den ich noch von der. Ich habe heute schon so viel gemacht, dass mein Kopf irgendwie nicht mehr will. Ich habe eben das Video bearbeitet und also das Noppenvideo und ach, was weiß ich. Irgendwie will es gerade nicht. Schachenmeier, Premium Merino Yak, Krönchenwolle. Genau. Also, und wenn da ein Zuschauer gut aufpasst, die ist natürlich, hat eine längere Lauflänge, 400 Meter auf 100 Gramm statt 330 wie die anderen. Aber ich finde, wenn man das jetzt so dezent einsetzt, fällt es nicht auf. Also wenn man jetzt genau guckt, sieht man, dass das ein bisschen luftiger gestrickt ist, ne? Aber finde ich nicht tragisch. Genau. Das ist mein Rest. Damit muss ich jetzt noch irgendwie an den Ärmeln und unten vielleicht was machen. Mal gucken. Die kriegt man im Notfall ohne Probleme nach. So, genau. Das war mein Sippila. Ja, jetzt habe ich nur noch Sachen. Ach nee, ich habe da noch was. Ah ja, nee, ich zeige euch jetzt erstmal wieder von mir was. Wir hüpfen jetzt immer hin und her. Und zwar hattet ihr das ja schon gesehen. Da waren auch einige sehr begeistert von einem weiteren Design, was ich gemacht habe. Ein Tuchdesign. Und zwar bin ich da auch ein ganzes Stück weitergekommen. Ich zeige euch mal, wie es richtig rum aussieht, aussehen soll. Das ist das hier. Ah, das kommt doch jetzt ganz schön. Genau. Also Veränderung zur letzten Woche. Das geht hier noch weiter runter ein Stück. Aber das rollt sich noch. Das wird nach dem Spannen weg sein. Genau. Also das waren einmal hier diese Kante, die an der Seite verläuft, hoch. Genau, da sieht man es ein bisschen besser. Und dann diese Streifen, die hier verlaufen. Und da hat sich verändert. Sieht man vielleicht genau, dass die Streifen weniger werden. Die haben ab hier hat jeder zweite aufgehört. Dadurch geht es jetzt ein bisschen schneller voran als am Anfang, weil man halt mehr Maschen zwischendrin einfach rechts runterstricken kann. Und ich finde, es macht halt optisch auch was her. Je nachdem, wie groß es wird, werden die nochmal auslaufen. Da muss ich mal schauen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist da aufgrund dessen, dass ich ja mit sehr kleinen Nadeln stricke, dauert das eine Weile. Aber ich mag das auch einfach, wenn ich mal so ein Projekt habe, was neben mir herläuft, wo ich immer mal wieder rankam. Das hat auch so ein bisschen was von so einem sinnlichen Stricken, weil es so fein ist. Ich finde das so, es hat, braucht Zeit und ja, ich nehme das für mich so als so, jetzt will ich was zum Runterkommen machen. Also nicht was ganz Leichtes, so wie der Sippila jetzt, der Körper nur rechts, das ist entspannt dann auch. Aber hier ist so ein bisschen mit Anspruch, weil ich hier schon ein paar andere Maschen stricken muss. Aber ganz in Ruhe und gemächlich. Das wird morgen nicht fertig werden. Genau. Also so wie das hier, das Sensual.
Das habe ich übrigens so genannt, weil, also sensual auf Deutsch ja sinnlich heißt, als auch wollüstig. Und dann fand ich wollüstig mit LL auch sehr schön. Also es passte einfach alles zusammen. Hier, das hier meinte ich, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ah, da sieht man das Lace-Muster mal richtig cool. Schön. Ist auch ganz einfach. Ein ganz simples Muster. Wirklich anfängertauglich. Eigentlich mache ich ja nur anfängertaugliche Lace-Muster, weil ich sie sonst selber nicht kann. Nicht wahr? Ja. So, das war das. Dann habe ich was Neues angestrickt, weil ich zwischendurch irgendwie das Bedürfnis hatte, was aus Lace zu stricken. Oder was? Lace zu stricken, nicht aus, sondern Lace zu stricken. Hab mir dafür ausgesucht die diese Wolle. Das ist eine Wollmeise, wobei ich die eigentlich nicht mehr. Ja, verstricken werde ich die noch, aber kaufen wollte ich die nicht mehr, weil mir nicht so richtig klar ist. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen, aber mir ist dann nicht so richtig klar, ob die auf die Muselsing, ich kann das nicht aussprechen, da ist bei mir im Sprachzentrum irgendwas kaputt, dass die darauf hundertprozentig achten. Also da habe ich jetzt diverses hin und her gehört und ja, ich will da jetzt auch nichts verbreiten, aber vielleicht kann mir da jemand mal wirklich was zu sagen, weil viele verstricken die ja, ne? Also ja, egal. Das ist auf jeden Fall eine Rohrspatz- und Wollmeise, 100% Wolle. Und da habe ich mir ein Lace-Tuch ausgesucht. Und zwar habe ich jetzt natürlich den Namen der Anleitung nicht hier, weil das in meinem Handy steht und ich mir das das erste Mal nicht ausgedruckt habe. Ich habe, ach, das erzähle ich euch jetzt eben mal zwischendurch. Ich habe nämlich mir ein, ich habe ein Strickprogramm gesucht. Also eine Strick-App fürs Handy, wo ich meine Anleitung von Reverie draufziehen kann und wo ich mit so einem Balken markieren kann, was ich gestrickt habe oder wo ich gerade bin und dass das auch so bleibt, wenn ich das nächste Mal die App aufmache und so weiter. Und es gab einige Apps, die mir empfohlen wurden, da war das aber nicht so. Also, nee, das funktionierte nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert und bin im Endeffekt bei Knit Companion hängen geblieben und habe da tatsächlich mal so ein Jahresabo abgeschlossen. Das kostet 11,50 € glaube ich. Und du hast dann ein Jahr lang diese App, kannst sie auch vorher 7 Tage testen, das finde ich auch ganz gut und das mit dem Abmelden, das funktioniert auch. Ich habe das bei einer anderen App probiert, die ich mir kurz angeguckt habe dann und dann habe ich es sofort wieder gekündigt, weil ich es Mist fand. Aber dieses Knit Companion ist wirklich ganz cool, weil also erstmal kann man die Anleitungen von Reverie ohne Probleme darauf laden. Man kann markieren, wo man ist, also sei es in der Horizontale als auch in der Vertikale. Man kann das auch, ja, man kann markieren mit einem Stift. Man hat sowieso Zähler, wo man rein und alles Mögliche zählen kann. Ach, und es gibt noch etliche andere Funktionen. Aber die Funktionen, die ich mir gewünscht habe dafür, die sind da halt alle enthalten. Und also wenn da jemand noch was sucht, kann ich dieses Knit Companion wirklich empfehlen. Kann man im Google Store runterladen. Genau. Also erstmal die normale kleine Version. Wenn man das jetzt so haben will, was mir wichtig war mit Markieren und weiß ich nicht, muss man natürlich ein Abo abschließen. Aber wie gesagt, ich finde das recht erschwinglich. Also das ist quasi 1 € im Monat. So viel dazu. Genau, und da also ist halt jetzt diese Anleitung von diesem Lace-Tuch drauf, wo ich Bowbird, ich werde euch das unten verlinken. Ich weiß nicht, was mir von wem das ist. Ach, ätzend. Naja, egal. Ich, Marissa, irgendwas? Es ist schwer zu zeigen. Hier irgendwo. Ah, wartet mal. Richtig rum. Kann ich jetzt nicht mal erkennen, ob es richtig rum ist. Doch, ist richtig rum. Genau.
Also es wird so ein Halbrundtuch quasi und das ist das Anfangsmuster. Es kommen nachher noch weitere, aber weiter bin ich noch nicht. Ganz ehrlich gesagt, es geht jetzt hier so. Also, so weit ist das. Ach, das sieht man ja auch schon ganz gut. Aber eigentlich ist es hier rund, genau, und da. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das zu Ende stricken werde. Weil das war so ein zwischendrin Ding, wo ich dachte, ich muss jetzt unbedingt Lace stricken und jetzt habe ich selber wieder was angefangen, wo jetzt auch ein großer Lace-Abschnitt kommt. Ja, und dann bleibt meist sowas hier auf der Strecke, weil ich dann irgendwie meine Ideen lieber verstricke. Ja, so viel dazu. Genau, und dann habe ich was angefangen. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, so von wegen Wollzuwachs, dass ich noch was erwarte. Und die Sachen kamen auch, glaube ich, direkt nachdem ich das Video gedreht hatte, kam die Post, Schelte, und die Sachen kamen. Das zeige ich euch natürlich jetzt auch noch. Moment. Habt ihr schon gesehen? Die Zettel hier alle rausholen. So. So, das ist die. Und das sind die. So, genau. Und zwar kam da das Paket mit meiner Bestellung von Samlyn Dye Works. Ja. Ist das schön, oder was? Die hatte ich, also ich glaube, die Kombi hatte ich gesehen. Nee. Doch, ich glaube, die Kombi hatte ich bei ihr irgendwie mal gesehen. Oder die beiden Farbtöne und fand die genial zusammen. Und dann habe ich nach dem dritten gesucht und dann war der das. Und ich finde es einfach nur geil. Also das hier ist einmal die Springy Merino von ihr, 365 Meter auf 100 Gramm, das ist Merino Superwash und das ist ihr Label, das kennt ihr aber mit Sicherheit. Schönes Label, wie ich finde. Hat sogar Waschanleitungen da drauf, das ist ja auch schön. Guck's mal. Oh, könnt ihr es sehen? Ja. Ja, und die beiden Schönheiten hier sind eine Pure Merino Sock, 400 Meter auf 100 Gramm, auch 100% Wolle. Jetzt frage ich mich, ach, Pure Merino Sock, aber die würde ich ja nicht mit Socken, ach, vielleicht wegen 400 Meter, warum die so heißt, frage ich mich jetzt gerade, weil als Socken würde ich die jetzt nicht verstricken, 100% Wolle, aber vielleicht ist es wegen der Lauflänge. Also ihre Wolle auch sehr zu empfehlen, aber die meisten kennen sie ja. Ja, und daraus habe ich dann tatsächlich ein paar Tage später was Neues angefangen. Und wieder was völlig anderes. Was Sandra sagt immer, Wollkekse, Sandra, bei dir weiß man nie so, was kommt. Dein nächstes Tuch ist immer völlig anders als das davor. So, ja, ich brauche halt immer irgendwie was Neues, ich weiß auch nicht. Und das ist auch wieder, ja, wahrscheinlich nicht, also die Farben habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet. Nicht so typisch für mich. Und ja, dann tut das Design natürlich sein nächstes. Ich zeige es euch mal. Oder versuche es. Es passt halt nicht mehr auf die Nadel. Das hier. Fängt ganz einfach an. Und dann wird es schon spannend. Genau, so weit bin ich jetzt. Und ich finde das total schön mit diesen Zwischenreihen, mit diesen Löchern, die auch so ein bisschen erhaben sind, weil das kraus gestrickt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja. Und diese Wolle hier, was für eine schöne... Muss ich dunklen Hintergrund nehmen? Was für eine schöne Changierung da in der Färbung ist. Seht ihr das? Oh, geil. Voll schön. Genau, und dann kommt hier unten wieder so eine Reihe in anderer Kombination. Und da unten drunter kommt jetzt halt eben noch ein, wie eben gesagter, grüner Lace-Teil. Welches Lace-Muster das wird, bin ich noch nicht 100 pro, deswegen habe ich da dann auch erstmal nicht weitergestrickt. Da muss ich nochmal schauen und in mich gehen. Ja, aber das macht auch mega Spaß. Also das ist so diese typische Dreiecksform, die ich diesmal mache. Ich habe festgestellt, also ich versuche immer mal so Formen zu verändern,
Also auch bei den Formen ist es oft ja anders, wobei mittlerweile wiederholt sich auch. Ich hab 10 Designs draußen, habe ich gesehen jetzt. Eigentlich ein Jubiläum wieder. Ja, und ich habe halt gemerkt, ich habe noch gar kein ganz normales Dreieckstuch. Ich hatte den Greyberry Shawl, der war schon dreieckig, aber er hat halt verkürzte Reihen und dadurch kriegt er dann auch wieder eine andere Form. Und ich wollte einfach mal was Dreieckiges machen. Ich finde, das hat da so ein bisschen was Cowboy-mäßiges, ne? Witzig, ja. Egal. So weit bin ich da. Und damit habe ich euch, glaube ich, auch schon alles gezeigt, was ich momentan auf den Nadeln habe. Ja, mehr ist es nicht. Ich überlege gerade. Nee. Das ist es. Wie gesagt, vielleicht mache ich den Teststrick mit. Dann kommt da noch was auf die Nadeln. Aber eigentlich reicht mir das auch. Also es sind jetzt, muss mal gucken, 1, 2, 3, 4 Sachen, die ich habe. Und eigentlich ist das ganz schön, um dann auch immer mal wieder so zu switchen. Ja. Eigentlich so Kaffee noch? Bin gerade überrascht, dass ich wirklich so schnell bin. Ich habe eben zu meinem Mann noch gesagt, ja, der muss ja jetzt nicht so lang werden, der Podcast. Aber wenn ich das schon sage, dann wird er bestimmt sowieso wieder lang. Diesmal schaffe ich es wohl schneller. Ja, ich würde dann auch sagen, solange. Ach, ups, der Tisch hier verrutscht. Katastrophe. Damit ich euch nicht langweile mit irgendeinem Quatsch, machen wir dann für heute auch Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder so schnell wieder. Ich bin ja froh, dass ich es geschafft habe, aufzunehmen. Ja, wie gesagt, die Anleitungen sind auf Ravelry. Da könnt ihr unter Maschendöms oder Sandra Bufe findet ihr mich da. Und ich habe noch eine total wichtige Sache. Total wichtig. Für mich oder ja, für euch auch. Und zwar ist das für mich jetzt schon selbstverständlich. Und die Sandra, Wollkekse Sandra, hat ja einen Shop gehabt auf Etsy. Das wisst ihr ja. Das habe ich schon mal erzählt. Habe ich das erzählt? Oder nee, ich habe in der Zeit kein Video gedreht, ne? Auf jeden Fall verkauft sie ja jetzt selbstgefärbte Wolle, was ja sehr, sehr schön ist. Freuen wir uns ja alle. Und die hat, mal gucken, ich habe hier doch was von ihr liegen. Die zum Beispiel mit diesem Logo. Wollkekse. Das ist auch eine von ihr. Oh, die ist auch schön, ne? Mittlerweile stehe ich ja auch auf solche Farben. Ich weiß nicht. Also Orange ist ja eigentlich auch nicht mal, aber Braun. Also irgendwie ändert sich da gerade wieder was. Wunderschön. Schon wieder so gut. Also, sie hat über einen Etsy-Shop verkauft. Wollkekse-Shop hieß er. Aber da ist sie nicht mehr. Also wollte ich euch das nicht nochmal erzählen. Sondern sie verkauft, hat jetzt quasi eine eigene Website, über die sie ihre Wolle vertreibt. Verkauft. Macht da dann hin und wieder eben Shop-Updates. Das seht ihr oder hört ihr wahrscheinlich in ihren Videos und seht ihr auf Instagram, wenn sie es da anzeigt oder ich das teile. Ja, eigentlich Punkt. Ich finde das total toll. Es freut mich super, dass sie diesen Schritt gegangen ist. Also erstmal überhaupt Wolle zum Verkauf zu färben. Es kommt halt auch super, super gut an bei den Leuten. Und ich freue mich darüber einfach. Und der Schritt dann eine eigene Website zu machen, ist natürlich auch nochmal ein Ding. Da habe ich auch großen Respekt. Bei mir endet es schon bei der Bearbeitung des Videos. Das ist für mich schon weiß ich nicht, Computerarbeit. Das reicht mir schon. Also eine Website, das würde ich mir gar nicht zutrauen. Also hat sie viel Arbeit reingesteckt, ist wirklich richtig schön geworden. Schaut mal bei ihr vorbei. Ich verlinke ihren Shop natürlich auch unten in den Infos. Und ja, das war mein Abschlusswort. Nochmal ganz wichtig für mich. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Strickzeit. Bis zum nächsten Mal. Und ja, macht's gut. Euer Maschengedöns.